Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir treiben uns hier noch im Vorort von Seattle rum und brauchen immer noch Benzin, um hier eine dieser Schleusen aufzumachen. Aber haben jetzt nochmal hier irgendwie einen Zwischenstopp in so einem Musikladen eingelegt. Keine Ahnung, was wir hier so finden werden. Aber ich denke und hoffe, es wird sich lohnen, dass wir zumindest nochmal irgendwas an Loot und Items hier abgreifen können. Musik scheint ja doch auch irgendwie ein wichtiges Thema in diesen Spielen zu sein. Ich über... What? Was lag denn hier gerade alles rum? Nett, was sie hier alles hinter der Theke haben. Hör dir das an. Ach, sie geht an Schlagzeug. Nice. Es ist einfach so cool und detailliert gemacht. Oh, wow. Das war ein interessanter Sound. Also bitte. Ich bin ein Naturtalent. So. Ich liebe dich. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache ich das denn nicht schon? Ich schätze schon. Ja, das stimmt, aber ich frage mich, warum weiß Ellie das und Dina nicht? Ich meine, die sind doch ungefähr gleich alt, oder? Was wollte ich gerade sagen? Genau, Musik scheint irgendwie eine wichtige Rolle in den Spielen zu spielen. Ich meine, von der eigentlichen Spielmusik her sind die Spiele schon sehr reduziert hier, The Last of Us 1 und 2. Aber auch The Last of Us 1 hatte auch schon diese Gitarrenmusik, diese leise und auch unaufgeregte Musik im Spiel. Und auch, hier geht es ja auch wieder darum, Joel hat Ellie die Gitarre geschenkt, Joel hatte jede Menge Gitarren an der Wand und war auch großer Musikfan, wie man an seiner Plattensammlung gesehen hat. Jetzt sind wir hier in einem Musikladen unterwegs und können uns das hier alles angucken. Also es scheint schon irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen und ich glaube, dass die Macher natürlich auch sehr gezielt dieses reduzierte Musikset trotzdem einsetzen, um ihre Stimmung zu erzeugen. Gut, hinter der Ladentheke gab es ja auf jeden Fall schon mal einiges. Dann gucken wir nochmal hier oben. Achso, hier gibt es dann die Platten. Können wir eigentlich welche... Ah ne, können wir nicht. Joel lebt ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, können wir eigentlich welche für Joel mitnehmen? Aber da kam wieder dieser Gedanke an diese hässliche Szene. Sie haben ein paar Platten hier. Ja, ein paar weniger. The Sick Habit. Na, so ähnlich. Okay. Wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich habe mir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Ja. Okay, gut zu wissen. Sie teilen offensichtlich nicht einen Musikgeschmack. Ja, die Platte stand aber da hinten auch schon mal. Von den Evertones. Das ist ja irgendwie schlecht sortiert hier. Oh, man muss hier echt gucken, dass man die Sachen alle einschlägt. Das ist irgendwie auch schon cool. Zumindest, wenn man irgendwas dahinter sieht. Es leuchtet auch vorher nicht auf, ne? Also er hat mir vorher nicht oder per Dreieck nicht angezeigt, dass ich das Ding da oben irgendwie großartig looten kann oder so. Oh, Mist. Das ist auch schon wieder geil, ne? Sie springt teilweise über mega Abgründe drüber. Aber ich wollte gerade sagen, aber das hier geht nicht, oder was? Aber es geht doch. Okay, und hier ist prompt auch noch ein bisschen was zu looten. Aber hier sind nur Trommeln drin. Und sonst nichts zum Mitnehmen. Na gut, aber für das bisschen Tape da und so hat es sich ja schon gelohnt, darüber zu springen. Okay, Gitarrenkoffer. Und jetzt spielt sie erstmal eine Runde. Oder nimmt diese Gitarre mit, die so gut wie neu aussieht. muss erstmal gestimmt werden. Ich glaube, sie müssen teilweise auch einfach mal zeigen, was sie animationstechnisch so raushauen können in solchen Szenen, ne?
Ich bin einfach so talentiert, es ist unfassbar. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Oha. Du hättest mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Oh, Leute, ist das Spiel bitte unfassbar gut. Ich habe gerade, ohne Witz, die Gänsehaut meines Lebens. Wie sie solche Momente und Stimmungen hier einsetzen mit der Gitarre, wie sie hier einfach einsam, ich glaube, Aha war's, spielt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach super, super, super krass. Und jetzt kann ich selber auch nochmal üben, Gitarre zu spielen, oder wie? Achso, jetzt könnte ich hier selbstständig was spielen. Nee, danke, dafür reichen meine Skills dann schon wieder doch nicht mehr aus. Ja, das sind wirklich Szenen, die dann doch irgendwie unter die Haut gehen. Ich dachte erst, ah, es wirkt ja doch alles so ein bisschen gestellt. Jetzt liegt hier eine Gitarre rum und wir spielen Gitarre. Aber es funktioniert doch einfach irgendwie unfassbar gut. Also zumindest mich hat es erreicht und persönlich tief im Herzen berührt irgendwie. Ja, krass, krass, krass. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Okay, aber ich kann hier oben noch rumlaufen. Hm.
Ja, also man kann es einfach nur so sagen, Naughty Dog sind einfach die Meister der Narrative oder der narrativen Spiele. Es ist einfach wirklich so unfassbar gut. Another Day in Verdammt. Paradise. Ist auch ein Lied Nicht von gut. Phil Collins. Na, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was sie gemalt hat, aber ich muss eh noch mal reingucken. Schimmer, du bewegst dich zu viel. Okay, jetzt hat sie von hier oben ihr Pferd gemalt. Mal gucken, ob sie noch mal irgendwas eingemalt hat, was man zwischendurch nicht gesehen hat. Aber es sieht nicht so aus. Also ich glaube, wir haben noch nichts wieder verpasst. Beim ersten Mal, als ich das Tagebuch aufgeblättert habe, habe ich ja festgestellt, dass wir doch irgendwie relativ viel verpasst haben von dem, was sie da reingekritzelt hat. Aber es kann natürlich auch. Das kann sie natürlich auch gemacht haben in, sage ich mal, Szenen, wo sie nicht zu sehen war. Also das Spiel hat ja immer zeitlich ein bisschen was übersprungen. Und ich vermute mal. Ich schreibe das auf. Was schreibt sie auf? Und ich vermute mal, ja, da wo was übersprungen wurde, hat sie halt teilweise auch Sachen in ihr Tagebuch geschrieben. Okay, schon wieder ein Fragezeichen. Oh, Shotgun-Munition, dankeschön. Shotgun-Munition ist immer gut, also ich glaube, die Shotgun werde ich gerne und ausgiebig nutzen, zumindest sofern ich ausreichend Munition dafür habe. So einen habe ich lange nicht gesehen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Alien-Tracker. Ah ne, das sind die Dinger, mit denen sie die Leute auf Infektionen untersucht haben, ne? Drücken Sie die Spitze des Geräts auf entblößte Haut. Drücken Sie fest auf das Gerät, bis es klickt. Halten Sie das Gerät 3 Sekunden lang auf die Hautstelle gedrückt. Beachten Sie die Messwerte im mittleren Anzeigefenster. Na gut. Ich glaube, das macht man inzwischen nicht mehr. Ich habe es zumindest schon lange nichts mehr in dieser Richtung gesehen. Aber gut, vom Militär etc. haben wir jetzt eh schon lange nichts mehr gesehen. Oh, hier liegt aber auch Er ist hier wohl nicht zu holen. nett einiges an Kram rum. Okay, aber jetzt haben sie es genau vervollständigt in dem Moment. Warum ist da so ein Schraubenschlüssel? Wo man alles eingesammelt hatte. Also vielleicht, wenn die Sachen durchgestrichen sind, hat man doch auch irgendwie alle Collectibles eingesammelt. Was haben wir hier? Ach so, der Schraubenschlüssel steht für die Werkbank. Wir haben 76 Sachen. Ja, also 76 hier Herstellungsmaterialien. Also denk mal, Stabilität und Kapazität ist immer das, was ich als erstes irgendwo skillen möchte. Aber allein hier brauche ich schon 90 Stück dafür. Stabilität, Kapazität. Hier wäre auch das Zielfernrohr natürlich nicht schlecht. Ah, ich glaube, darauf spare ich doch mal als erstes. Hier auf ein Zielfernrohr. 80 Stück, mir fehlen 4 Stück. Ist das bitter? Vielleicht finde ich die ja hier noch irgendwo. Oder wenn ich sie irgendwo finde, sollte ich mal hierhin zurückkehren. Weil das ist doch so eins der wichtigsten Upgrade, denke ich mal. Upgrades, so eine Sniperwaffe zu haben. Ansonsten Stabilität, Kapazität wird auf jeden Fall immer Priorisierung haben. Also weniger Waffenschwankungen und weniger oft nachladen müssen. Ja, Stabilität gibt es eigentlich irgendwo wenig. Und Schaden natürlich, wenn es irgendwo Schaden gibt. Die hier hat direkt beides. Also Special-Dinger. Stabilität, Kapazität, Schaden. Das sind auf jeden Fall die Sachen, auf die ich mich erstmal fokussieren werde. Ach Mann, ich habe immer noch drin. Ich kriege es auch nicht raus aus meiner Birne. Ohne Witz, das Quadrat nachladen ist. Aus welchem Spiel kommt das? Kommt es aus Teil 1? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich habe es fest in meinem Kopf drin. Und das wird mich, glaube ich, im Kampf auch nochmal den einen oder anderen Tod kosten. Ja, kommen wir hier durch? Okay, man wäre hier auch anders. Es wäre quasi auch nochmal ein zweiter Weg in den Musikladen gewesen, wenn man hier raufgegangen wäre. Witzig. Ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich ja gedacht, oh, Entschuldigung, ich wollte mal einen Blick auf die Karte werfen.
Am Anfang habe ich ja gedacht, ja toll, sie haben hier irgendwie ein offenes Gebiet eingebaut, eine einzige große quadratische Fläche, wo eigentlich nichts ist als an den Außenrändern, weil es ja auch so aussah, als wenn die ganzen Gebäude nicht mehr existieren würden. Tun ja auch einige nicht. Nichtsdestotrotz ist ja doch noch hier einiges los gewesen auf der Map und man hat einiges gefunden. Es stehen auch noch drei Sachen aus. Benzin da im Gerichtsgebäude. Ich glaube, links das Fragezeichen, was noch aussteht. Haben wir aus irgendeiner Notiz irgendwie einen Hinweis bekommen? Und oben bei dem Gabelzeichen bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich meine, das hat sie ganz am Anfang eingezeichnet und das gehört auch mit, dass das auch mit ein Story-Ziel ist, aber ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich muss doch sagen, also der erste Eindruck hat drastisch getäuscht. Dieses offene Gebiet hier ist einfach richtig gut gemacht und das wertet doch das Naughty Dog Gameplay nochmal ordentlich auf. Also Naughty Dog stand ja schon öfters in der Kritik, dass das Gameplay halt so 0815 Standard ist. Ich meine, war es in gewisser Weise auch. Ich meine, es gab immer so ein bisschen Ballerei, Action, Crafting etc. Aber alles ein bisschen Nahkampf und so. Aber alles auf einem, naja, wenn man sich andere Spiele anguckt, auf einem recht oberflächlichen Niveau. Aber ich muss sagen, doch diese offenen Gebiete, wo man so ein bisschen mehr erkunden kann und Hinweise sammelt, wo noch andere Verstecke sind und wo es dann extra und Bonus-Loot gibt und dann noch so mal so Spezialgebiete wie die Bank, wo man sich mal die Shotgun noch wahrscheinlich relativ früh im Spielverlauf rausziehen kann. Das finde ich schon richtig gut gemacht. Also das wertet die Spiele ordentlich auf. Was haben wir hier? Gate. Ach so, das ist eins dieser Fragezeichen. Gehen wir hier schon rein. Da ist auch nochmal das Kurt House. Da wollte ich, ja komm, wir gehen hier mal rein, das Gerichtsgebäude. Die Treppen, da wollte ich auch nochmal raufgehen, aber ich glaube, man kommt nur von der anderen Seite rein. Aber das sehen wir gleich. Wir gehen jetzt mal hier in dieses Gate West. Ich glaube, hier braucht ihr auch noch irgendwie einen Zugangscode. Da hinten ist was. Wurde mir, glaube ich, in dieser Notiz gesagt. Wäre dieses Übersetzungszeichen. Use Gate Code. Verwende den Tor-Code. Ja, okay. Doch, das steht wirklich dafür, dass der Text, der da steht, nochmal übersetzt wurde. So spart man sich Multilanguage-Texturen an der Stelle. Wo sind wir jetzt? West 2, kann das sein? Ich frage mich auch, warum ich hier an dem gelben Ding, an dem Werkzeugding oben immer was Gelbes dran habe. Achso, wahrscheinlich, weil ich irgendwas herstellen könnte. Soll ich mir mal einen Molly herstellen? Damit wir mal einen in der Hinterhand haben, falls wir ihn doch irgendwie brauchen. Aber ich laufe noch bei noch keiner Zutat ans Limit, deswegen spare ich mir den Rest erstmal. Hatte ich schon gesagt, was hier meine Vorgehensweise ist? Also hier möchte ich mich in dem Tree erstmal entlanghangeln. Kann ich sogar schon. Bis 25% mehr Gesundheit und danach werde ich auf den mittleren Tree switchen. Effektivere Medikits. Schockbomben, also guck mal, die Sachen sind auch mittlerweile freigeschaltet, weil ich was eingesammelt habe. Schockbomben werden zu Rauchbomben, die eine Rauchwand erzeugen und den Gegner die Sicht blockieren. Erhöhe deine Effektiv bei der Fertigung von Rauchbomben, um aus derselben Menge Ressourcen mehr herzustellen. Fertigungsmenge. Aber das gilt nur für Rauchbomben, oder was? Und das da rechts, der mittlere, der Punkt ist noch gar nicht freigeschaltet. Das können wir schon mal skillen, weil wir wollen hier hin. Mit 60 geht es dann weiter. Und eigentlich wollte ich, glaube ich, nachgucken, was die Codes hier waren. Ah ne, das war es nicht. Ne, es war zwei tiefer. Und es war irgendwas mit West, ich glaube West 2, 0451. Probieren wir das doch mal. Ellie? Warum holst du direkt den Molly raus? Was hatte ich jetzt gesagt? 0451, oder? Ja, prima. Wow, hier gibt es Zeugs drin. Dann kann ich gleich, ich sehe schon, 17 Crafting-Materialien für Waffen. Und das war es jetzt hier schon. Das heißt, ich kann gleich das Zielfernrohr auf meine Bolt-Action-Rifle oder wie so ein Ding heißt, montieren. Das werde ich auch gleich noch direkt tun.
Und nochmal Sammelkarte Flow. Sieht so ein bisschen wassermäßig aus. Ich glaube, der Name sagt, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Flow, echter Name Olga Kuznetsova. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Society of Champions. Olga Kuznetsova machte ihren Abschluss an einer namenhaften Sci-Tech-Universität als beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren, mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolz. Nice. Jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele in jede Art von Gewässer zu kanalisieren und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Ja, das erinnert so ein bisschen an Marvel, X-Men und generell so ein Superhero-Universum, Superhelden-Universum. Das haben sie schon cool gemacht. Wäre irgendwie ein witziges Goodie zu dem Spiel, wenn sie das noch als echtes Sammelkartenspiel mal rausbringen würden. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Okay, das war gar nicht mal so viel, was es hier zu entdecken gab. War hier schon in der Ecke? Aber hier gibt es nur hohes Gras. Dann gehen wir nochmal zur Werkbank. Ich habe gerade gesehen, auch von der Seite hier gab es irgendwie eine Leiter, dass man da hochkommen könnte. Also doch, ich kann es nur nochmal sagen, ich finde es echt unfassbar gut. Hier haben sie echt spielerisch nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht mit solchen Gebieten. Ich hoffe mal, da kommen noch mehr von, beziehungsweise bin mir eigentlich fast sicher, dass da noch mehr von kommen werden. Den ersten Schritt in die Richtung hatten sie ja mal im DLC von Uncharted 4 gemacht. Da gab es ja auch das erste Mal so ein offenes Gebiet, zumindest offenes Gebiet für Naughty Dog-Verhältnisse. So. Wo sie das jetzt auch immer hergeholt hat. Das hatte sie anscheinend die ganze Zeit im Rucksack dabei und nur noch nicht montiert. Drücke beim Zielen X, um dein Zielfernrohr zu benutzen. Ja, damit lässt sich arbeiten. Nur, wie man hier sieht, ich drücke gerade nichts, nur die hintere Taste am Controller. Es schwankt schon ordentlich. Also das Schwanken müsste ich bei der Waffe auch nochmal schleunigst reduzieren, damit ich auch gescheit snipern kann, falls es mal so weit kommen sollte. Ja, fett, fett, fett. Und wieder mal, zumindest jetzt nach den ersten Spielstunden, kann ich sagen, schafft es Naughty Dog, ihr Niveau zu halten. Ich habe ja bei jedem Spiel von Naughty Dog Zweifel, ob sie dieses Niveau dauerhaft aufrechterhalten können. Gerade wo man jetzt auch von den ganzen Querelen im Studio im Vorfeld gelesen hat bei Naughty Dog. Aber ich finde es einfach wieder mal krass gut, dieses Spiel. Also sie enttäuschen da in keinster Weise. You are here. Ja, danke schön. Ich frage mich immer noch, was passiert wäre, wenn ich diese Karte nicht aufgesammelt hätte, hier auf dem Weg nach Seattle. Die erste Straße, die wir entlang geritten sind, da habe ich ja die Karte in diesem kleinen Häuschen gefunden. Dann müsste ich hier ohne Karte auskommen wahrscheinlich, oder? Oder kriegt sie dann irgendwo anders her? Ach so, genau. Wenn man hier durchgeht, kommt man irgendwie zu diesem Lieferdienst, wo mir auch noch ein Schlüssel fehlt. Und hier wollte ich mal die Treppe hochgehen und gucken. Aber wie gesagt, ich schätze mal ins Gerichtsgebäude rein, wo wir auch noch rein müssen. Kommt man dann von der anderen Seite. Die Tür hier wird wohl zu sein. Die Haupttür ist irgendwie immer zu. Hier haben sie mir ja schon relativ früh den Hinweis gegeben, wie man reinkommt. Ich weiß nicht, ob das nicht eventuell sogar zu früh war für so ein offenes Gelände. Hier gibt es ja relativ viel zu entdecken und zu erforschen. Das dauert halt einfach seine Zeit. Aber gut, diesen Eingang zu finden war jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Wenn man sich hier einfach mal genauer im Gelände umguckt, hätte man diesen Eingang, glaube ich, so oder so gefunden. So, waren wir hier schon?
Jetzt sind wir zumindest wieder auf der anderen Seite, wo es reingeht. Ja. Naja, ein Toter liegt hier rum, aber kein Lager oder sowas. Und da unten sind wir auf jeden Fall schon gewesen bei dem Konvoi und so. Gut, ich gehe jetzt dann nicht ins Gerichtsgebäude, sondern mal da oben bei dem Essenszeichen gucken. Was uns da erwartet. Roosten Coffee. WLF. Erkennst du jemanden? Nein. Die sind zu alt. Die Gruppe, die nach Jackson kam, wären damals Kinder gewesen. Wobei ich finde, genau das Bild, wo gerade das Dreieck dran war, Emma Patterson, das sieht eigentlich fast so ein bisschen aus wie Abby. Und die Gruppe, die nach Jackson kam, müssten da noch Kinder gewesen sein. Was soll mir das sagen? Verstehe ich gerade nicht so ganz, aber... Ach so, doch, wenn... Ja, danke schön. Gesetzt dem Fall, dass diese Plakate hier auch schon 20 Jahre alt oder so sind, dann wären die Leute, die Joel abgemeuchelt haben, natürlich Kinder gewesen. Aber wieso schließen wir, dass es hier schon 20 Jahre verlassen ist? Das frage ich mich gerade. Hey Davis, such in unseren alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Saravina und mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns darum. Mike. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ja. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Ey, so kann man das auch nicht sagen. Ich trinke auch ganz gerne Kaffee. Von wegen. Wow. Schon wieder ein Sammelkärtchen. Anfängerblatt. Big Blue. Echter Name unbekannt. Intelligenz 100, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über einer Milliarde Jahre auf die Erde, um über die entstehen begriffenen Lebensformen zu wachen und nutzt seinen unendlichen Quell des Wissens, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen ihm wie Mikrosekunden. Dieser Zeitverzögerungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält. Was es mehrere Jahre am Stück tun kann. Okay, sie haben sich auch für dieses fiktive Sammelkartenspiel ein paar abgefahrene Storys ausgedacht. Das finde ich ja ganz cool. Was sie hier alles in der Auslage drin haben an Heilung. Es ist doch ein Kaffee, oder? Obwohl, es ist ja Alkohol. Also zumindest dieses Fläschchen da. Naja, gut. Und hier haben wir noch eine Küche oder das Badezimmer. Nee, scheinen mir die Hinterräume zu sein. Lagerräume, Küche. Etc. Ne, tatsächlich, hier sind nochmal die Toiletten, okay, ja. Hab ich mich erschreckt. Ach komm, die erledigen weiten. Boah, ich hab schon wieder mega Gänsehaut, weil ich mich so erschreckt hab. Was war das denn für ein Schockmoment? Ja komm, greif mich an.
Das sind aber auch drastische Szenen. Boah, hab ich mich gerade mega erschreckt, Leute. Keine Ahnung, aber ich hasse das. Das kam echt unerwartet. Oh mein Gott. Ja, auf dieser Toilette saß sie, glaube ich. Oder was auch immer sie hier gemacht hat. Puh, boah, von dem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen, ey. Hm. Was ist das? Barkos. Das war der Lieferdienst, Barkos, oder? Barkos steht drauf. Ich glaube, der gehört zu der Tierhandlung, bei der wir vorhin waren. Sehen wir doch mal nach. Tierhandlung? War das nicht ein Lieferdienst? 900 Marion und 6 Barkos. Okay, Leute. Ah, jetzt hat sie noch was da drauf gekritzelt. Ja, steck es doch nicht immer weg. Zeig doch mal direkt. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich meine, das wäre der Lieferdienst gewesen, oder? Oder war es ein Tier-Delivery, Animal, Pet, was auch immer, Delivery oder so, keine Ahnung. Ja. Ich muss mich jetzt auch erstmal von diesem Schock erholen, die mir dieses Kackviech von der Toilette hier gejagt hat. Was wir mit diesem Schlüssel anfangen können und was sich im Gerichtsgebäude befindet, das schauen wir zusammen beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.